Sag, wenn losgeht. Geht los. Hallo Leute, wir sind die beiden Jungs von Kokas und Kokas. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken für das rege Feedback, was wir von euch erhalten haben und die große Teilnahme an unserem Auslos-Gewinnspiel, was wir als Dankeschön machen wollten, halt für dieses Feedback und die Unterstützung. Ja, die Idee war, ein T-Shirt auszuverlosen in eurer Größe, was ihr natürlich denn braucht. Also ihr werdet da keine Zelte erhalten. Und nicht meins. Und Lukas hat sich noch einfallen lassen, zwei zweite Plätze zu beglücken. Ja, genau. und hat da was vorbereitet. Lukas. Ja, und zwar, wie gesagt, aufgrund dieser wunderbaren Teilnahme haben wir uns dazu entschieden, dass einfach ein Gewinner, das ist halt viel zu langweilig. Und deshalb werden wir noch zwei zweite Plätze, also es wird insgesamt drei Gewinner geben, auslosen. Drei ganze Gewinner. Eigentlich sind alle Gewinner. Eigentlich seid ihr alle Gewinner, genau. Diese zwei zweiten Plätze erhalten diese streng limitierten Kokas-Stoffbeutel. Ja, hier sind zwei tatsächlich. Das ist doch was. Das ist was. Und ja? Jetzt zu kapitalistischen Zeiten hat man sowas nicht mehr so oft. Richtig. So einen schönen Kokas-Stoffbeutel. So. fangen wir mit der Auslosung an. Wir möchten euch nicht weiter auf die Folter spannen. Nee. Hier ist die Box. Ja, ich werde sie jetzt feierlich öffnen. Und Lukas wird hineingreifen. Welchen Platz wählen wir eigentlich als erstes? Als erstes verlosen wir ein T-Shirt. Ne? Weil okay. Der, den wir als erstes ziehen, das ist der große Gewinner. Aber warte mal, nee, ich würde sagen, wir machen den als letztes, weil sonst sagen die Leute, naja, jetzt wissen wir ja, wer das T-Shirt gewonnen hat. Also fangen wir erst mit dem Beutel an. Aber so ein Kokas-Stoffbeutel ist doch auch ganz okay, toll. Okay, gut, ja, machen wir so. Der, den wir als erstes ziehen, das ist der Champion. Okay. Er ist der erste. Ja, ist doch richtig, alles gut. So, wie ihr seht hier, alle Teilnehmer sind in der Box drin, in feinster Handarbeit aufgeschrieben, in ordentlicher, leslicher Schrift. Und Lukas wird jetzt ziehen und verlesen. Der erste Platz und damit dieses wunderschöne Kokas-T-Shirt geht an den netten Herrn Retro Ben. Hört auf den Namen Ben Meyer. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Ben Meyer, für das T-Shirt. Hat er uns schon eine Größe geschrieben? Der hat uns schon eine Größe geschrieben. Achso, ja. Okay, cool. Das T-Shirt wirst du innerhalb der nächsten Woche erhalten. Wir werden uns bei dir melden. So, weiter geht's. Ja. Ich habe die Ehre, den nächsten Namen zu verlesen. Oh. Nochmal den nächsten Platz. Maximilian Patsch, herzlichen Glückwunsch für den Kokas-Stoffbeutel. Dieser Kokas-Stoffbeutel gehört dir, Maximilian. Du bist der eigentliche Gewinner. Ja, das T-Shirt ist runtergefallen. Wenn du das T-Shirt nochmal sehen willst, hier so sieht's aus. Das ist wunderschön. Ja, wunderschönes T-Shirt. Das ist wunderschön. Das ist mal hier so. Tont auch die Figur echt gut. Genau. So, und wir haben noch einen Kokas-Stoffbeutel. Wer gewinnt denn den zweiten Kokas-Stoffbeutel? Dann zieh doch mal. Pass doch mal hier rein, Lukas. Der dritte und damit letzte Gewinner heißt Julian Hennig. Wow. Herzlichen Glückwunsch, Julian. Wow. Wunderbar. Schön, Julian. Dir gehört auch so ein wunderschöner Kokas-Stoffbeutel. Für den Stoff. Wir bedanken uns, wie gesagt, nochmal für das tolle Feedback, was wir erhalten haben. Wir hoffen, wir werden euch auch in Zukunft mit unserem musikalischen Handwerk beglücken können. Mehr habe ich nicht zu sagen. Genau, und ihr werdet in den nächsten Tagen von uns hören. Wir arbeiten fleißig. An neuen Shit. An geilen Stoff. Okay, Dankeschön. Kokas-Stoffbeutel. Dankeschön. Ciao.